So, hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play. Heute spielen wir ein wenig Forza. Einfach so just for fun. Also eigentlich ohne Sinn und Verstand. Und ja, mit dabei ist der Super Richie und der Nico Bellic 96. Zum allerersten Mal. Hallo. Hallo. Ja. Dann würde ich sagen, sind wir in einer Cruise Lobby. Ja, wenn wir mal irgendwie ein paar, ja, ich weiß nicht, keine Rennwagen halt aus. Vielleicht mal was Schönes. Aber nur vielleicht. Ich mal den RGT8 nehmen, den ich da hab. Diesen hellblauen. Ja, wäre cool. Was hätte ich denn sonst noch? Wo ist denn dieser... Oder dieser Audi R8? Wie du willst, also ich nehme Japanesisch. Aha. Ich nehme mal den V8 Audi. Okay. Bereit. Schnelligkeit, alles klar. Ich glaube, ich befördere mich mal so einen M6. Okay. Okay. Ja, dann nimm diesen und drück bereit. Genau. Bereit hat er schon, du auch. Alle bereit. Oh, schön. Und das Modell dürfte damit abgeschaltet sein, oder? Ja. Ja, ja. 14 Leute. Hui, und los geht's. Ja, wie gesagt, der Nico Bellic 96 ist nur Gast, hat so oft angefragt und wollte unbedingt mal mitmachen, dass wir dachten, jetzt macht er mal mit. Genau. Aber ich finde schon cool, wenn wir mal wieder ein GTA-Ding machen. Ja, wie gesagt. Wir haben bei dem Video damals, das hat irgendwie 25 Minuten oder 30 gedauert, wir haben irgendwie... weiß ich, 150 Aufrufe oder so. Aber es hat einfach Spaß gemacht, weißt du? Ja. Es war einfach lustig. Also ich finde, es war das spaßigste Video von allen. So, ich würde mal sagen, wir treffen uns mal hier links. Oder gut, Start, ja. Ist er denn da vorne? Ja. Oh, jawohl, wir sind ja schon zusammen. Ja, dann können wir auch gleich losfahren. Oh. Oh nein. Ich sehe eure Designs nicht. Oh. Das ist... ja. Scheiße. Ich habe eh nur mein Schild drauf, also von daher... Das ja, das sehe ich nicht. Beim Richie sehe ich einen Standard-Top-Secret super. Ja, das ist natürlich sehr schade. Nö. Ja, kann jetzt mal lassen, oder? Okay, okay. Ich... gucken wir mal, was die anderen machen. Ich kann mich nicht entscheiden, welche Ansicht soll ich fahren. Außen? Ja, ich fahre erstmal außen. Lobby heißt ja Cruise and Jump. Ich bin mal gespannt, was hier in der Lobby so jump-mäßig ist. Haken wir. Oh, die machen wir schon. Das ist aber jetzt die Track Abstellung. Ja, sehr schade mit dem Design. Also ich habe ja ein sehr aufwendiges Design drauf und dann kann man das nicht sehen. So, da hier schon fast alle weg sind, würde ich mal sagen, fahren wir mal langsam los. Ja. Okay.
Oh. Oh gut. Ich kann nicht verwechseln, immer nach hinten gucken mit der Handbremse. Glaube ich wegen TDO 2. Sind die denn alle? Keine Ahnung. Ja, wenn du gleich einmal anfängst. Das sieht man auf der Karte. Ja. Ach, das ist ja. Ah, da stehen sie alle. Können wir ja mal auf der Rückfahrt vorbeischauen. Oh, ja, ich hab's schon gesehen. Da hat sich einer mit der Front oder mit dem Leck in den Boden reingeleckt. Oh, fliegender M6. Wir müssen wohl meiner sein. Gott, wie du dann hast ein Flugzeug. Oi, oi, oi. Entschuldigung. So, dann fahren wir mal da vorne die Landstraße etwas gecruiseter, wie es heißt. Und natürlich rechts bei Geburt. Ja. Ab Deutschland und Europa allgemein gibt es. Was fliegt der 8? Ja, das ist doch dieses Hofer M6. Wenn du es so eilig hast, dann überhol doch einfach. Ah, ja, echt. Oh, wir kriegen Besuch. Von der Polizei? Nee, von dem M5. Schöner Wagen. Was macht ihr denn da vorne? Ja, du! Du fährst auf der falschen Seite. Ja, ich fahre ihn. Aber... Ich hab ja noch kein Gegenwind. Noch hat den Führerschein ja nicht. Also ist das noch verschmerzbar. Wie auch immer. Da steht einer, geil. Aber steht ja, der steht schon seit dem Start drauf. Ah, ein mega geiler Saab. Oh. Ui. Ja. Na toll. Da rollt der Saab. Ja, ein schlechtes Beispiel der Fahrzeugspieler. Ja. Los. Komm, wir gehen in die Starthilfe. Starthilfe, yeah. Genau, das ist wahrscheinlich sein Problem. Nochmal 1000 PS. Ja, nochmal. Oh ja, wenn ich mit dem Hinter, dann haben wir noch nicht gesehen. Okay, du hast nochmal eine schlechte Verbindung. Du hast eine schlechte Verbindung und du hast eine Verbindung. Oh, das war... Oh, was ist denn da? Oh, naja, gut. Tschüss. Da stört er wenigstens nicht mehr. Von dem R8 ist
wenn man zurückschaut. Oh ja, da kommt ein Bett aus, ja. Wie schön man bei dem Verzichtesuper auch im Heckspiegel den Spoiler sieht. Okay. So dann. Ja, gucken wir, was die jetzt machen. Statt. Steht einer? Kein gutes Zeichen. Tschüss. Tschüss. Wir sehen uns eh gleich wieder. Hallo. Oh. Okay, was machen die hier? Ich will jetzt aufmachen. Ja. Ach, da hängt einer im Boot. Ah, da hängt er, ja. Sehr dubios, sehr dubios. Man ist gerade die. Aber wenn das geht, wüsste ich auch mal gern. Also ich weiß, wie das geht. Okay, wie geht das? Ja. Das erkläre ich dir anders. Ja. Na gut. Oh, darf ich das nicht mehr erklären? Ich weiß, wie das auch wieder geht. Nein, ein anderes Mal. Okay. Der R33 bewegt sich auch sehr seltsam. Ja. Ja. Ui, Evo 6, das hat Stil. Ja. Fresh and clean, aha. Warum fahren die eigentlich alle gegen die Reifen da? Das gehört eben zu diesem Aufgaben. Ah. Oh, ich wurde unten. Oh, okay. Ja. Also ich finde, wir sollten jetzt mal hier wegfahren. Die sind aus unserem Büro. Die machen ja nur Scheiße hier. Ja. Auch mal in die Reifen verfahren. Weg. Komisch, also da passiert gar nichts. Bei dem Evo da passiert auch nichts. Ja, das ist eher so aussehen. Okay. Gut, dann fahren wir weiter. Ja, machen wir weiter. Oh, da fliegen die Autos. Nein, Karussell. Oh, Gegenverkehr. Oh, Gegenverkehr auf der Spur. Ist ja eng, dann so. Ja, Mr. Nico Bennett, die fahren auf der falschen Seite. Ja. Komm, wir blockieren mal die Straßen. Okay. Oh, oh, da kommt was schneller. Komm doch mal her. Straßensperren, okay. Genau. Ach, apropos Straßensperre, lass doch mal von Hot Pursuit mal sowas machen. So ein Video, ist doch geil. Ja. Da kann man doch was zeigen. Das ist doch wirklich noch. Ja, also es hat so echt Spaß gemacht, das Spiel. Ja, ist auch noch nicht so oft verfilmt worden auf YouTube, sag ich mal so. Ja. Überhaupt, es macht einfach Spaß. So, mal was anderes. Was haben wir denn hier für Leistung? Also der R8 hat wie viel PS? Circa? PS? Muss ich erstmal schätzen. Wie viel KW hat er denn? 439 oder was? Das dürften so 500 irgendwas. Nee, doch, ja. Ja, irgendwie, weiß ich nicht. 580? Okay. 70, 60. So, Mr. Billig. Ich hab mal 800, er hat 700 kW. Ja, 100 kW, okay. Das sind schon eher so 900 PS. Ja, okay, das ist so. So sieht's gar nicht aus, das Auto. Nee. Die Power ist ein Scheiß gegeben. Ja, das ist schon die Power. So. Also, dann guck ich mal, da brauch ich mal ein bisschen anders.
ich hab keinen Grip. Ja, 783 kW und über 1000 Meter. Ah, ja gut, das sind schon so eher so die 1000 Meter. Ja. Aber dem sieht man das schon ein bisschen an. Ja, und dem sieht man das an, ja. Ich bin Bellic wieder auf der falschen Seite. Ja, ich bin auch nicht. Warte mal. Da fliege ich mich hier mal an. Oh, kein Hinblick. Wow. Stimmt, das ist ja nur eine 8. Ja, und da vorne würde ich sagen, hier bei der nächsten Stelle rechts kommt so eine Ausbuchtung. Dann würde ich sagen, drehen wir nochmal um. Ja, genau. Irgendwo so eine asphaltierte Ausbuchtung, glaube ich. Ja, hier, oder? Nee. Also hier? Nee. Oh, da. Ah, hier bleibt. Hier ist was. Bisschen viel Tor. Ja, haben wir hier den Drag noch? Drag? Ja. So. Ja, da kommt eine Kurve. Kurven sind ja egal. Okay. Ja dann, du bleib mal stehen. Hallo, Richie. Ja, stell mich in die Mitte. So. Ich verliere doch eh, ich habe keine Leistung. Also. Ist doch egal, just for fun. So, bei, ich würde mal sagen, 28 Sekunden fahren wir los. Okay, die 8. Meile habe ich gewonnen. Ja. Vielleicht sogar die 4. Ja, die 4. dürfte jetzt auch dabei sein, aber ja. Kein Handling, schade. Schade war's. Naja. Nein! Oh, au. Oh, naja. Ja, gerade spannend war's nicht, aber schön war's. Ja, muss man so sagen, ja. Okay. Aber das mit dem Hauptversion ist cool. Das ist doch einfach ein geiles Fahrzeugmodell, das Spiel. Also die Autos. Ja, und vor allem auch sehr, sehr gute Grafik, finde ich. Und die Sounds auch cool. So. So. Ja, das ist immer auch schon, dass ich mir noch Hot Pursuit besorgt. Ja, das kannst du dir auch nicht. Erstmal solltest du dir Supreme Commander 2 holen. Oh ja. Ja, ich hab mal gucken, wo ich das mal auftragen kann, weil 1-2 Monate Lieferzeit? Hm. Ja, vielleicht kann ich dir nochmal helfen. Gut. Ja. Also wollen wir noch eins machen, oder? Ja, ich weiß nicht, wenn, dann würden wir das jetzt also, weitermachen, weil dem Nico seine Zeit ist gekommen. Genau, meine Zeit ist gekommen. Ich muss jetzt ich muss jetzt zum Sensenmann. Nein, Spaß. Ist ja schon Nacht. Ja, ja, ist ja schon spät, 22:29 Uhr. Wir sind in Deutschland gewonnen, mein Spaß. Gut, okay. Dann mach's mal gut, wir wählen nochmal Autos. So. Ja, dann mal bis zum nächsten Mal, Nico. Hat Spaß gemacht. Okay. Dankeschön für deine tatkräftige Unterstützung. Gern geschehen, das mache ich schon immer wieder gerne. Also, wenn ihr mich braucht, Jungs, ihr könnt auch nicht fehlen. Gut. Ja. Krass. Tschüss. Irgendwann dann tschüss. Tschüss. So, was bin nehmen wir? Mal? Ja, eben, genau. Regelchen. Also jetzt nehme ich mal was Schnelleres. Ich will auch mal 1000 PS. 1000 PS. 1000 PS, muss man sich mal vorstellen. Das hält man ja im Kopf nicht aus. So. Ich halte das aus. So. Ja, wieder sehr lustig heute.
sag ich mal, CCX oder sowas nehmen. Was Edles, ja, warum nicht? Ja. Oder eine RT12S. War nicht schlecht. Ja, ja. Auch 722 kW, nicht schlecht. Ja, nehme ich jetzt mal, so. Oh, es geht schon los. Oh, du hast gar nicht bereit gedrückt. Das ist natürlich sehr ungünstig. Das ist sehr ungünstig. Dann würde ich sagen, gehen wir da nochmal raus, oder? Ja, ja. Wollen wir nochmal, wollen wir kurz was Eigenes aufmachen? Ja, ich würde sagen, nehmen wir vielleicht nochmal schnell zwei sehr schöne Autos. Und dann machen wir nochmal eine gemütliche Runde zum Abschluss. Ja, genau. Vielleicht auch mal eine andere Strecke. Ja. Ich denke da eher so an Deutschland. Ah, eher so Deutschland, ja, ja. Denkst du auch so an so leicht, an so komplett weiß bewölkten Himmel und so einen leichten Nebel? Ja, ja, ja. Das könnte hinkommen. So, dann mache ich mal was auf. Sie können hier beitreten. Ich hänge hier noch fest. Ah, nee, jetzt nicht mehr. Ja, das ist oh, leider Scheiße, ich hab hier noch das alte Nummernschild. Das ist jetzt auch nicht so richtig. Okay, okay, raus. So. Wie krass, Konnte der nicht mal noch 10 Sekunden länger warten, ne? Gibt's doch nicht. Also du nimmst RT12S? Ach, ich weiß es nicht. Moment. Ich komme erst mal rein. Ich denke, ich nehme mal den S15, den Top Secret D1 Drift S15. Okay. Mit dem schönen Design. Vielleicht sieht man jetzt ja mal was. Oh ja, vielleicht sieht man jetzt ja mal was. Moment mal. Nee, ich nehme den Time Attack Evo. das passt zusammen. Das passt wenigstens ein bisschen zusammen, ja. Okay, dann. Dann mal los. Dann mal dann, ne? Ja, wie gesagt, also wir waren ja jetzt fast ein Jahr nicht aktiv. Schon krass, wie schnell die Zeit vergeht und. Ja, es ist. Wir müssen unbedingt wieder mehr machen. Nein, dein Auto ist nur orange. Was ist das für eine Meint nicht mal bei mir ist ein Design drauf. Das gibt's doch nicht. Bei mir ist auch kein Design. Also, irgendwas ist hier gerade furchtbar verbuggt. Schwarzes Auto, weißt du, ein schwarzes Auto und ein oranges Auto. Hä? Ah, also ja. Das zeigt leider mal wieder, wie oft da doch ist. Ich wollte es nicht sagen, aber. Doch. Auch nicht so geil. So schade. Ah. Ich finde, wir sollten nochmal die Woche gehen. Ja, wir versuchen das jetzt nochmal. Und wenn es gar nicht geht, nehmen wir einfach Standardautos und. Ja. Und nochmal. Jo. Peinlich. Ja. Also sorry, aber. Ja, deswegen vergeht uns ich noch nicht das Videos zu machen. Ja. Ja. Schade. Battlefield wird man inzwischen auch nur noch abgeschlachtet, sinnlos. Ja, nee, wieder genau dasselbe. Es ist ein reproduzierbarer Bug. Also sorry, nö. Was soll der Scheiß? Tschüss. Was ein Kack, ne? Okay, Standardautos. Oder einfach eins ohne Design. Das ist ja. Hm? Nehmen wir mal. Welche Klasse nehmen wir mal? Dann nehme ich jetzt den CTX. Standard, oder? Der ist nur schwarz. Welche Klasse? R3800. Okay. Er ist völlig unkontrollierbar, warum auch immer. Gut. Der hat auch irgendwie 1100 PS auf der Hinterachse. Oh cool, einer aus meiner Freundesliste ist einfach mal
Beigetreten. Beigetreten. Bonito, weißt du? Ach. Der die Forza-Spoiler so geil findet, ja. Ja, ja. Ja. Den kenne ich auch noch. Ja, es tut mir leid. So. Wir starten dann mal alleine. Ja. Ich kann mir gleich eine Nachricht schicken. Genau. Er war leider nicht mittel zum Zweck. Tja. Sehr schöne Autos. Ja, doch. Siehst du meinen schwarzen Streifen? Den sehe ich. Jetzt sehe sogar dein Nummernschild. Gibt's nicht. Gut, dann fahren wir mal los. Fahren wir los. Sound. Oh, okay. So. Das ist ein sehr schönes Auto. Sieht irgendwie weniger cool rüber als in Wirklichkeit. Aber naja. Ah, Flügelchen ausgefahren. Genau, sehr schick. Genau. Das sieht so aus. Von hinten, ich weiß nicht, das sieht so ein bisschen aus wie so Katzenohren. So angelegte Katzenohren, ja. Finde ich schon lustig. Wow. Oh, Drift Show. Ich muss dir dringend mal mein Pad abschieben. Okay. Also dass man jetzt da die Designs nicht sehen konnte, also das kapiere ich nicht. Ich hätte ja auch den veredelten CC8S von mir nehmen können. Das wäre ja viel cooler gewesen als hier so ein schwarzes Auto, aber ja. Am Ende sieht man das Design nicht und dann hast du dann nochmal einen CC8S. Ja, einen roten CC8S. Ja, aber eigentlich passiert das im Vorfeld ja auch nicht so oft. Dass nee, aber also jetzt war es gerade. Dreimal nacheinander oder die ja. Und nicht nur beim gleichen Auto. Nein, das sieht jetzt du hast ja auch nicht gesehen. Wo man die Räder ein- und ausfedern sieht. Ja. Oh, ich hab doch Schaden genommen dafür. Krass. Genau, das ist mir natürlich aufgefallen. Das Licht da unten ist ja geplatzt. Mal gucken, wann die Katzenohren auskamen. 140, 150, 160. Ah, okay. Ah, hallo. So, mal ein bisschen Gas hier. Was haben wir der Motor einmal? Hast du auch Bioethanol getan? Ja, ja. Okay. Glaube ich ein Kenwood Radio eingebaut, der Königsegg. Nein, das ist ein Alpine. Echt? Das hat ein Bekannter von mir in seinem Honda Prelude, wie auch immer, genau das gleiche eingebaut hat. Das ist schon peinlich, wenn du in so einem CCX bist und dann das gleiche Radio wie in einem Honda Prelude. Ja, das kostet 150 Euro. Okay. Das ist schlecht. Teure Zubehör. Ja. Ah, Mann. Der hat so blöd seine Hand vor dem Radio. Ich muss mal oben runter schalten, damit er die wegtut, also. Okay. Das ist dumm, Mann. Wie ist denn für ein Radio? Ach, gar kein. Ach doch, da unten. Alter, blau ist wieder. Nicht so mein Geschmack. Da spiele ich lieber TDU, wo ich das verändern kann. Ja, ja. Muss auch wie Leder aussieht.
Oder gleich. Im Forza wirken die Innenräume, also gerade so Stoffbezüge oder so, das wirkt wie so gegossenes Plastik von einem Modellbau. So sieht das aus. Ja. Ja. Ja, ich hoffe mal, viele Videos werden folgen in einem Monat noch, wenn wir meine Leitung zur Verfügung steht. Mhm. Ein Computer. Ja, allgemein. Wir sollten wirklich mal, just for fun, wir haben eh nichts Besseres zu tun, was wir machen so. Ja, das Problem ist halt, wie du schon gesagt hast, man dauert halt ziemlich lange und ziemlich aufhören. Ja, eben, genau, das war ja das auch. Das war ja das Thema, warum wir. Ich dann noch einfach mal keinen Bock mehr hatte. Genau. Und irgendwie. Ja, für 30 Minuten hochzuladen, 8 Stunden drauf. Macht dann einfach keinen Spaß. Nicht so schnell. Ja, ja. Oh, hier dicker Nebel. Oh, da fängt schon langsam an abzufliegen hier. Ich hab da noch ein bisschen mehr hin, so. Zum Glück. Vollgas. Eieiei. Wow. Forza Horizon, also da müssen wir auch direkt am Anfang am besten wieder wie bei Forza 4. Ja, dann machen wir wieder auf die Demo, ne? Ja, genau. Ja. Wie in Forza 3. Genau. Wahrscheinlich wieder nur offline parallel. Ja, aber immerhin. Überhaupt, ich finde das eigentlich gar nicht mal so cool. Dieses parallele Spielen, das macht eigentlich Spaß. Ja, es ist natürlich schade, dass man dann nicht irgendwie ein privates Spiel eröffnen kann, was dann über die eigene Xbox läuft, also gehostet wird, aber im Prinzip kann man nichts machen dagegen. Ja. Wenn das so ist. Ja. Ja. Und hier draußen vor der Haustür höre ich gerade den 800 PS Camaro losfahren. Ich frage mich gerade wieder, ob es bei Forza 5, Motorsport 5, dann mal eine neue Nordschleife einbauen. Oder wie das überhaupt gehandhabt wird mit den Strecken. Ja, genau. Werden die dann einfach alle weggeschmissen oder so? Nee. Also das wäre sehr schade, das kann ich nicht vorstellen. Das ist ja jahrelange Arbeit. Und man denkt eine Strecke ein Jahr im Schnitt. Mir würde es reichen, wenn sie die Strecken einfach mal gründlich überarbeiten, aber das müssen sie dann auch machen. Eben, und die Entwicklungszeit ist einfach ziemlich kurz für sowas komplett Neues. Also, ich bin gespannt, ob das wirklich noch so Open World da begrenzt ist und auf diesen kleinen Show, was auch immer, was man da im Trailer gesehen hat, war ja ganz interessant. Aber ich bin gespannt, wie das dann aussieht, ob man dann irgendwie in der Lobby so an der Wand steht entlang und dann kommen da Fotografen oder so. Oder ob das alles wieder nur ein Fake-Trailer war. Also ja. Wenn das am Ende so wird, dass du in der Mitte eben diese Showbühne hast und die ganze Showpark da und drumherum das Open World mit der kleinen Stadt, mit der Nevada-artigen Wüste und so. Und dann auch die Strecken irgendwie, wie sie das machen würden, weiß ich nicht. Das wäre natürlich fast das Nonplusultra. Aber ja, lieber nicht zu viel versprechen, weil man ist schnell enttäuscht und ja. Schade ist halt, dass der Trailer so viel gezeigt hat und das macht halt ja hungrig. Ja. Naja, wie gesagt, dieser Hype Train bin ich nicht drauf. Schade mit dem Auto irgendwo hinterher.
Hype Train fährt das also 320. Hau doch mal ab. Nein. Boah, Fotofinish. Ach doch. 34 Hundertstel. Irgendwas stimmt da mit meiner Übersetzung nicht. Ja, du warst ja nur 370. Ja, nur 380 oder so gefahren. Nur, weißt du. Da eigentlich 430 fahren. Nee, 20. Nee, 30 schaffst du. Okay. Okay. Da ist es dann abgeregelt. Gut. Na, dann würde ich sagen, machen wir erstmal wieder Schluss. Machen wir heute mal Schluss. Und bis zur nächsten Aufnahme. Bis zum nächsten Video, genau. Genau. Ja. Ciao. Tschüss.